Dankeschön, Herr Matas. So. Keine Bewegung, kein Kontakt nach vorne. Ja. So, lassen Sie mal frei werfen. Abschlagen. Einfach abschrauben, werfe ich 30 Meter raus. Freie schießen uns ja kaputt, weil wir sie nicht anpacken. Was haben wir denn gesagt? Wir denken eine Offensive 6-0. Wir spielen das Ding hier vorne hin und her, aber im Stand. Da was. Nicht immer abbrechen. Wenn der Ball von da kommt, geh zur Hand. Geh da durch, parallel, damit wir hier abräumen. Okay, Kura, okay, dort Kamuli, stoven 12 Meter, ne, baby, ja, stoven 12 Meter, du kannst es doch, du sollst da kam. Wenn ich ziehe und dann Person steht auf 12 Meter, ich gebe im Pass, wenn er fängt, dann von 12 Meter bewegen auf Stand. Angriff ist sowieso schon vorbei, meinte. Verstehst du? Weil das wieder bremst, aber jetzt von vorne. Man muss immer in Drücke rein. Hey, wir denken jetzt eine 5-1. Warum? Wir spielen jetzt mit zwei Kreisläufern. Ja? So. Wir spielen mit zwei Kreisläufern jetzt hier. So. Sperren setzen, Sperre absetzen, ja, rauskommen, Krüger rauskommen, Sperre halten, reinziehen, in den Raum reinziehen. Und dann ganz einfach, aber wir stehen da nur. Einfache Dinge, ihr könnt da Kleingruppe spielen. Ja? Mats, stell den da hin. Ja, Sperre zur Hand, in den Raum rein, absetzen 7 Meter, aber nicht Standhandball. Männers, das ist zu wenig, wir bewegen uns zu wenig. Ja? Und wir haben die schnellen Leute, Rade macht das da jetzt gut. Ja, aber hier, da sind die Räume, geht doch da mal rein. Also wechselt ihr immer hin und her, ja, Mitte, halb nochmal, dann werden wir nachher nochmal gleich durchwechseln. Aber das Ding ist hier noch nicht durch, kommt hoch und Sperre absetzen. Wer hat hinten den Kreis? Zwei Jahren. Also mein Ziel war, also ich hatte zwei Wünsche in der ersten Saison. Der erste Wunsch war, um die Meisterschaft zu spielen, und der zweite Wunsch war, die Meisterschaft zu gewinnen. Dass es dann beides geklappt hat, war natürlich auch für mich in meinem ersten Trainerjahr ja, schön. Es war eine super Erfahrung und hat mich auch begeistert, noch weiterzumachen. Und dann ging es dann schon in die Verbandsliga und ja, da hatte ich mir das Ziel gesetzt, erstmal die Klasse zu halten. Ja, und ja, aber wir haben es auch geschafft, uns hier enorm weiterzuentwickeln, und Respekt auch an die Mannschaft. Und haben es dann geschafft, als Underdog, als Außenseiter direkt in die Oberliga aufzusteigen und sind jetzt hier in unserem ersten Jahr Oberliga, was ja vielleicht auch viel zu früh ist. Ich hätte jetzt auch gesagt, es wäre schön gewesen, wenn wir hier nochmal oder wenn die Mannschaft zwei Jahre in der Verbandsliga spielen kann, um sich einfach auch nochmal weiterzuentwickeln. Das ist Rakete. Ja, der ist halt groß, sehr gut. Was steht da? Delivion? Sani. Giebel. Er schreibt wieder Rotbuchstaben. Wir sind jetzt nicht die 1,93 Recken, die von 10 Metern auch schießen können. Das ist einfach mal so. Das heißt, wir kommen brutal über Tempo-Handball, ja, und über eine knackige, aggressive Abwehr. Und da muss sich jeder Einzelne, und da ist auch Krüger gefragt und auch Mats Busse, da reicht es nicht nur ein bisschen anzuditschen, ja, da gibt es knallharte Härte. Da knallt es richtig, ja, da wird es rappeln. So, und das heißt, wir brauchen da wirklich ein Löwenherz hitten, und wir müssen da gucken, dass wir da kämpfen wie die Terrier. Ganz einfach, wie die Terrier. Da wird knallhart geknüppelt. Ja? Schnelle Beine, aggressiv, rein, raus. Wer geht zum Krieger? Wer ist zum Krieger? Mats, du warst eben bis auf halb rechts drüben, ne? Er hat mich eingemacht. Okay, musst du lösen, weil dann ist hier offen. Geht der Ball dann hier rüber? Wieso musst du halt einfach nur nachrücken hier? Ja, aber eigentlich müssen wir mal versuchen. Ich weiß, was du meinst, aber wenn du mich so mitnimmst. Ja, dann musst du
Gut, dann hau ihm in die Fresse. Hm? Kann auch mal wehtun, ne? Natürlich ist in der Oberliga alles viel schneller. Die körperlichen Voraussetzungen sind ganz anders. Tempo-Handball sowieso. Der Handballsport hat sich komplett verändert. Die Herausforderung wird es sein, wenn man hinfällt, auch mal wieder aufzustehen, weil das wird sicherlich eine andere Saison werden und wir müssen auch ein anderes Tempo spielen. Und aber ich bin mir sicher, dass die Jungs das auch annehmen werden. Wichtig ist hierbei, dass wir es lernen, auch Niederlagen wegzustecken und dann auch wieder aufzustehen und dann weiterzumachen. Genau das ist der Punkt, warum auch viele Mannschaften oder einige Neuaufsteiger scheitern, weil sie irgendwann den Kopf hängen lassen. Und davon müssen wir uns abheben. Klar, es ist Training, aber wenn wir da nicht 100% machen, dann kann ich mir auch kein Bild machen, wer funktioniert, wer funktioniert nicht. Ja? Bedeutet wirklich 6-0. Ja, lass mal gucken, dass wir auf 7 Meter stehen. Ja, 7 Meter, da brauchen wir nur einen Schritt auf 9. Zurück 7 rüber. Okay, groß machen und immer eine Position aufrücken. One position. We must, the ball is on the left side. Ja, wir gehen alle rüber. Everybody. One step. Okay, wir müssen uns schon bewegen. Und dann Kommunikation. Wer geht raus, wer geht zurück? Das ist Maxims Job dann. Eben sah das schon wieder ganz gut aus. Davor war Kacke, aber das ist auch das erste Mal jetzt. Es ist in Ordnung. Ja? Und wenn es mal ein bisschen rauer wird oder ich mal lauter, das ist Sport. Okay? Das ist Sport, das ist nichts Persönliches, gehört dazu. Ja? Und wir wollen ja auch was erreichen, das kriegen wir auch auf die Kette. Ja? So, somit jetzt Martine noch ein bisschen dehnen, Stretching. Okay? Dann ist Feierabend und dann ist Montag trainingsfrei. Okay? Und sehen wir uns am Mittwoch hier. Okay? Ein bisschen ausholen, regenerieren. Okay? Ah. 24. 24. Fertig. Da ist aber Schinken mit reingebraten. Also das ist alles Bier und Radler, das wollte er ja wohl nicht. Also eigentlich will ich das. Also zum Content. Darfst du das? Nein. Darfst du das sein? Das hat dir keiner verboten, oder? Aber eigentlich, Strafenkatalog steht nicht, dass du kommst besoffen oder so. Stadt Ollendorf, das ist eine Mannschaft immer gewesen, die sag ich mal, von klein auf miteinander groß geworden ist. Man kennt sich, von daher war der Zusammenhalt immer gegeben. Man hat natürlich gewisse Unterschiede gemerkt zu anderen Vereinen. Stadt Ollendorf ist immer etwas spezieller. Gerade dann, wenn man vielleicht auch mal über die Grenzen hinausgehen möchte von Stadt Ollendorf, was zu unternehmen, ob es ein Maschseefest ist oder sonstiges. Da hatte ich es schon mal erlebt, dass wir zu dritt auf einem Maschseefest waren mit Mats Busse, Entschuldigung, und Dennis von Frankenstein. Aber ansonsten gibt es, wir waren jetzt auf Mallorca, da waren, glaube ich, 15 Mann mit. Ich glaube, wenn die Jungs miteinander kämpfen und merken, dass sie hier gemeinsam erfolgreich sind, das schweißt auch zusammen. Und das merkst du auch neben dem Spielfeld und auch auf dem Spielfeld. Die kämpfen füreinander und das würde sonst nicht funktionieren, wenn sie sich neben dem Spielfeld nicht verstehen würden. Wir müssen uns, denke ich, einfach mal heute auf unsere eigenen Stärken, das übliche Sprichwort, besinnen und unsere 6-0 so spielen, unsere Sicherheit da eingeht, holen und dann mit Tempo-Handball auch agieren. Sicherlich eine Herausforderung wird es heute sein, die Rückwärtsbewegung. Ja? Und das werden die auch schnell merken. Also, dass da heute noch nicht alles rund laufen wird, ist normal. Aber ja, wir werden es gleich sehen. Klar, es ist schwieriger, wenn du viele Abgänge hattest, Neuzugänge bekommst, die erstmal einzubauen und dass die auch verstehen, was du von denen möchtest. Hin und wieder natürlich auch die Sprachbarriere, die da dazwischen steht, ist auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass die Jungs fit sind und ja, wenn sie heute die Nervosität ablegen, dann werden wir sicherlich auch merken, dass diese harte Vorbereitung uns weiterbringt, gerade so in der Schlussphase. Und das wirst du auch gerade in der Rückrunde merken, dass so eine Vorbereitung wirklich die Grundlage auch zum Erfolg ist. Und
Ich glaube, da haben wir uns nichts vorzuwerfen. Ja, haben wir die auch? Perfekt. Wohnzimmer oder? Ja, können wir machen. Oh, jetzt. Nee. Oh! Alter, der war knapper, guck mal. Ja, sollen wir nochmal die Wiederholung gucken? Ja, hier. Xavi Alonso. Ja, Underdog, ganz klar, erklärt sich von selber. Und 24 ist eigentlich so die Marschroute gewesen. 24 Punkte wollen wir holen. Und damit wollen wir in der Liga bleiben. Wir haben, letzten Jahr haben wir uns auch immer Ziele gesteckt. Ich glaube, letztes Jahr war es 28. Projekt 28? 42 war vor... Doch. Lass mich lügen. 28 hatten wir, glaube ich. 28 hatten wir, definitiv. Also wir sitzen uns eigentlich immer... 42 war die erste Jahr. Genau, wir haben uns jetzt seit 3 Jahren immer vor der Saison hingesetzt und haben gesagt, okay, was haben wir für ein Ziel, was wir auch verfolgen. Und im ersten Jahr hatten wir das Ziel, 42 Punkte der Landesliga zu holen. Dann am Ende sind es, glaube ich, sogar 47 oder 48 geworden. Die brauchten wir auch, sonst wären wir nämlich hier aufgestiegen. Aber ja, wir versuchen einfach die Zielsetzung umzusetzen oder zu erreichen und dann gucken wir, wo wir bleiben. Gucken, wo wir bleiben, ja. Du musst. Oh, du machst gar keinen Ausmachen, Otto. Ja, was ist das denn für ein Typ, ey? Was ist das für eine hässliche Arena, ne? Oh! Wenn der durchkommt, ne? Männers, wir haben die Herausforderung angenommen. Ja, Klassenerhalt, das heißt jede Woche Eier zeigen. Ja, das ist eine andere Saison. Ja, und da versuchen wir uns auch von Spiel zu Spiel weiterzuentwickeln. Die kommen hierher, 17 Uhr, malen jetzt hier, die nehmen mal eben die Punkte mit. Ja, lassen wir nicht zu. Wir gehen raus, werden hier kämpfen bis zur letzten Sekunde. Ja, Seite an Seite, ohne jetzt irgendwie mal nachzulassen, richtig Beton anrühren und dann kommen wir richtig mit Tempo. Okay, Männers?
gut war. Wir müssen mehr Konstanz reinbringen. Das Spiel in Hameln war schon gut. Wir hatten unsere Leistung auch mal abgerufen. Danach gegen Vosfelde war es auch super. Und da waren wir als Team zusammen eingespielt und haben halt auch extrem gut gespielt. Aber dann kamen halt auch wieder die Schwächephasen. So, da muss man halt Konstanz reinbringen. Ne? Man kriegt den Söhre einen auf den Sack. Ja. Unsere Schwächen sind ganz klar die technischen Fehler und auch die Torabschlüsse im Angriff. Wir haben halt auch nicht die Durchschlagskraft wie andere Mannschaften, versuchen das natürlich dann auch durch Schnelligkeit auszugleichen. Was ja unser größtes Manko ist, ist einfach das Körperliche. Also ich denke mal, 50% der Mannschaft können sicherlich noch was im physischen Bereich machen, sich weiterentwickeln. Aber ja, es ist dann auch halt eine Zeitsache. Ne? Von 2006 bis 2009 habe ich die Ausbildung hier gemacht, aber damals noch als Drucker draußen. Bin dann weggegangen und kam 2013 wieder zurück. Bin mein eigener Chef, habe die Unterstützung von der Geschäftsleitung. Also ich berichte direkt an die Geschäftsleitung hoch und ja, die Kollegen sind nett, bin mehr als zufrieden. Hier auf der Arbeit haben wir viel kopflastigen Stress, sage ich mal so. Beim Handball ist es dann eher der Ausgleich, das Runterkommen, Abschalten, sich körperlich verausgaben. Also Stress ist es für mich, das Handballspiel eigentlich nicht. Also unter anderem ist das ein Teil meiner Aufgabe oder mein Aufgabengebiet. Das ist die Rückware vom Kunden beispielsweise. Hier muss ich halt schauen, was das Problem ist, beziehungsweise was der Kunde reklamiert hat und ob wir das vielleicht nachbessern können, beziehungsweise ja, irgendwie nacharbeiten können. Ich für mich war immer ehrgeizig und wollte immer den größtmöglichen Erfolg. Und ich bin noch nicht in dem Alter, wo man sagt, mir ist das alles egal. Also ich bin jetzt 29 und ich bin definitiv noch hungrig auf den Erfolg. Und jede Niederlage tut weiterhin weh. Und für Stadt Oldendorf oder auch für uns wäre das ganz, ganz wichtig, die Klasse zu halten. Und ich denke, das werden wir auch schaffen. Wochenende. Himmel oder Hölle, ja, ist so. Da geht es um alles. Da geht es um die Existenz. Ja. Das geht hier um das zu halten, was wir hier aufgebaut haben, mit viel Schweiß, Blut etc. Ja. Und da gibt es nur eins: Brennen. Absolute Leidenschaft. Ja. Und da werden ein paar Leute kommen und dann geben wir denen was zurück. Und dann werden wir dabei auch Spaß haben. Und dann werden wir allen zeigen, dass wir da unten nicht hingehören. Ja, weil wir eine geile Mannschaft sind. Aber jetzt müssen wir es auch langsam zeigen. Okay, Männer? Zusammen. Okay? Und los, komm. Kommt. Ich denke mal schon, dass ich mit Leidenschaft dabei bin, weil es ist, glaube ich, auch immer recht schwierig ist, wenn man vor kurzem selber noch im Sport stand. Von daher würde ich sagen, ich bin jetzt nicht der ruhigste Trainer. Fang im Block! Fang im Block! Krüger Block! 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 Also ich war anfangs sehr skeptisch, weil ich es immer schwer finde, aus der Mannschaft heraus dann auch diese Autorität ausstrahlen zu können. Ja, Mann, sauer! Sauer! Das macht immer 13, niemals! Hoch! Ja! Das da ist er! Ruhe! Ruhe! Man kann sagen, Zuckerbrot und Peitsche trifft es ganz gut. Von daher macht mir das in Summe auch Spaß hier und ich glaube, die Jungs sind bisher mit mir auch nicht so unzufrieden, wie man es vielleicht dann von Trainern kennt, die da irgendwie cholerisch werden. Also ich bin kein Choleriker. Kann nicht sein, oder? Ey, das kann nicht sein! Mann! Weißt du, was ich immer finde? Dominik ist ja Führungsposition bei seinem Job, ne? Aber das lässt er auch immer bei uns raus. Ja, manchmal, ne? Das Merkst Gefühl, du das? Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind seine Mitarbeiter, nicht seine Spieler.
Banzi, Alter! Fängt wieder richtig dämlich an. Im Nachhinein war das ja das Beste, was uns damals eigentlich passieren konnte. So, ne? Er hat es einfach wieder geschafft, die Mannschaft, die Leute zu motivieren und auch die Trainingseinheiten wieder so zu gestalten, dass die Leute auch nicht reihenweise absagen. Ein Spieler, der nimmt sich das sehr zu Herzen. Ich analysiere die Spiele danach persönlich, was ich falsch gemacht habe, was ich richtig gemacht habe, was man verbessern kann. Und dementsprechend ist der Druck innerlich natürlich sehr groß, aber ich versuche es nach außen hin recht cool zu wirken, dass das nicht jeder sieht, dass der Druck recht hoch ist. Weil ich bin ein Spieler, der sehr ehrgeizig ist und wenn ein Fehler passiert, dann regt man sich auf innerlich und das kann ich überhaupt nicht ab. Es muss alles zu 100% passen. Auch wenn ich ein super geiles Spiel gemacht habe und einen verworfen habe, würde ich mich zu Tode ärgern, dass ich diesen einen hier reingemacht habe. Ich kann absolut nicht verlieren. Das ist. Kann ich einfach nicht. Es geht nicht. Habe ich nie gelernt, will ich auch nicht lernen. Ist nicht nur ein Spiel, das ist halt Kampf, das ist Krieg. Außerhalb ist man Freunde, aber es ist auf der Platte ein Krieg. So, und gerade jetzt im Abstiegskampf ist es mehr wie ein Krieg. We'll be right back.
Leute, ey! Ja, das war's. 60 Minuten sind rum. Das war das wichtige Spiel. 22 zu 24. Ja. Ja, ist mal eine andere Saison. Wir hatten in den letzten zwei Jahren immer Druck. Ja, Druck, Druck, Druck. Wir sind zweimal in Folge aufgestiegen. Viele sagen auch, und vielleicht auch zu Recht, ein Jahr zu früh in der Oberliga. Wir nehmen das an, die Herausforderung. Aber von daher bin ich da guter Dinge. Also man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Und ich bin sicher, bei der Trainingsbeteiligung und bei den Erfahrungen, die diese Spieler jetzt auch gemacht haben, dass sie das besser umsetzen werden müssen, damit wir die Klasse halten. Und so oder so, egal wie die Saison ausgeht, ich glaube, dass dieses Jahr jeden Spieler individuell vorangebracht hat, allein von den Erfahrungen her. Aber wir sind voll dabei und wollen die Klasse halten, keine Frage. Wir sind dicht dran, mit einem Sieg sind wir da wieder draußen. Ne? Also, aber es wird knackig. Schießen weg, komm. Frankie. Trotz der schlechten Situation in der Ausgangslage, in der wir uns momentan befinden, macht es trotzdem noch Spaß, klar. Die Mannschaft ist cool, so langsam haben wir uns gefunden, mit den ganzen neuen Spielern, mit den ganzen Neuverpflichtungen und so weiter. Und die Sprachbarrieren werden auch etwas weniger, die Leute fangen an, Deutsch zu lernen. Und ja, wir so langsam integrieren sich alle und der Spaß rückt wieder in den Vordergrund. Robert lässt sich leider entschuldigen, der ist krank heute. Ich glaube, Daivas und Sven sind schon in der Heimat. Ja, insofern sind Rado und Tobi noch alleine übergeblieben. Aber wir haben ein kleines bisschen was vorbereitet für euch beide. Ist nicht so schlimm, wir unterstützen euch auch dabei. Aber ihr beide kriegt gleich das Mikro in die Hand und ihr müsst ein Lied vorsingen. Mit Unterstützung hoffentlich auch vom Publikum, von allen Gästen, die wir heute haben.